So, hallo, herzlich willkommen, Jan Dreier, bla bla bla. So, gucken wir mal rüber, wenn wir so sitzen. Ich auch. Ja, herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge hier auf Bolzplatz Kind TV. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, Jan Dreier. Herzlich willkommen. Ja, Danke, dass hallo. du hier bist. Wer Jan Dreier ist, das werden wir gleich erfahren. Ich weiß es natürlich. Jan Dreier ist Spielerberater. Ich habe bei Google einfach mal eingegeben. Ich kann euch das hier einmal auch zeigen. Ich hoffe, das wird jetzt scharf gestellt. Bei Google eingegeben, wie wird man SP? Und dann kam als erstes Spielerberater. Und direkt dahinter Spion. Und das wollte ich nämlich gerade sagen. Und dahinter Spieletester. Also scheint Spielerberater ein sehr gelehrter Beruf zu sein, oder? Also wenn es schon vor Spion und Spieletester Ja, kommt. tatsächlich, doch, Und scheint. auf Platz 4, wie wird man spinnenlos? Also sogar davor noch. Also haben nicht genug Frauen gegoogelt. Ja, wahrscheinlich. Was sehen wir hier? Wie wird man Spielerberater? Haben sich schon einige Leute gefragt. Scheint ein attraktiver Beruf zu sein. Warum? Ja, warum? Also ich Oh. würde sagen, auf jeden Fall, der Hauptgrund ist wahrscheinlich, da es sich um Fußball handelt oder Ja. um Fußball dreht. Und Ja. irgendwie, ich sag mal, die meisten Jungs, Männer in Deutschland sind halt fußballaffin, zumindest, wenn sie auch nicht so die super Fußballfans sind, aber Ja. irgendwie jeder hat schon ein gewisses Grundinteresse an Fußball. Ja. Ich glaube, ganz, ganz wenige, die das nicht haben. Aber selbst die luschern mal mit einem Auge dann, wenn irgendwo eine Tabelle ist oder gucken sich mal irgendein Topspiel an. Also im Ja. Grunde ist eigentlich jeder irgendwo ein bisschen beim Fußball dabei. Und ja, da sich dieses Berufsfeld natürlich hauptsächlich um den Fußball dreht, ist das schon mal was ganz viele Leute interessiert. Dann ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen, viele wissen nicht ganz genau, was machen Spielerberater. Ja. Können sich das, glaube ich, noch nicht so ganz genau vorstellen, was so der Beruf ist. Hat ja auch irgendwie so ein bisschen was Anrüchiges dann irgendwie Dubioses oder manchmal, Dubioses ja. oder was auch immer. Aber es steckt ja auch das Wort Berater drin. Also ich glaube, Genau. dass die Menschen auch eher dazu geneigt sind, eher zu beraten, als vielleicht selber gut Fußball zu spielen. Also, ne, wie am Spielfeldrand die ganzen Bundestrainer, alle wissen, wie es besser Genau. geht. Aber selber auf dem Platz haben sie es vielleicht nicht immer gebracht. Also du natürlich schon. Mehr oder weniger. Ja. Genau, da würde ich jetzt einmal zu deiner Person und deiner Vita auch kommen. Du hast jetzt einmal kurz gesagt, ja, was so die Begehrlichkeit des Spielerberaters weckt. Und ja, wie alt bist du? Darf man das warten? Also du bist keine Frau, deswegen darf ich es fragen. Ja, also ich bin jetzt Also musst du nicht. Du kannst auch eine Rechenaufgabe draus machen oder eine ein großes Rechenaufgabe. Fragezeichen stehen lassen. Das ist. Nein, also ich finde, ja, also es ist kein großes Geheimnis. Ich hoffe, ich sehe noch ein bisschen jünger aus, als dann bin und fühle mich auf jeden Fall auch noch Ja. echt richtig jung und frisch, aber ich bin mittlerweile 37. 37, das ist ja. Also ich hätte jetzt 29 getippt. Das will ich meinen. Also das Ja, ne? Also. nehm ich auch gerne an. So, nee. Ja, Also, was ist man? okay. Ist man da Mitte oder ist man da schon Ende 30? Mit 37 ist man, ja, Auslegungssache, ne? Auslegungssache, ne? Glas halb voll oder halb leer? Dann ist Ja, es dann bin ich Mitte 30. Mitte. Ja, Mitte. Top. Du wohnst in Hamburg, Hamburg. Marienthal. Hamburg-Marienthal. Okay, und dein Büro hast du auf dem Hamburger Kiez. Da kommen wir später nochmal zu. Da habe ich noch eine spezielle Frage zu. Ja, wie ist dein Werdegang? Wann bist du Spielerberater geworden? Ja, also mein Werdegang ist jetzt nicht ganz so typisch und Ja. klassisch, muss man sagen. Also Also bist du wahrscheinlich wie jeder zur Schule gegangen? ich bin tatsächlich zur Schule gegangen, war da auch so semi-erfolgreich, muss man jetzt mal sagen, Okay. zumindest in den jüngeren Jahren. Hab da natürlich wie alle mehr Fußball im Kopf gehabt Ja. und habe irgendwie fünfmal die Woche bei Vorwärts Wacker trainiert, immer die höchsten Jugendligen da Ja. mitgenommen und Bekannter Verein hier aus Hamburg, muss man dazu sagen, ne? Die Leute. genau, wir waren damals eigentlich so mit dem HSV und St. Pauli eigentlich so die dritte Kraft zu der Zeit. Ja. Jetzt gerade schwächeln sie, glaube ich, ein bisschen im Jugendbereich, Ja. aber es wurde sehr, sehr intensiv dort betrieben mit 3 bis 4 Mal die Woche Training. Okay. Gut, ja, dann natürlich noch andere Interessen. Darunter die Schule so ein bisschen gelitten, deswegen Ja. waren eigentlich die Voraussetzungen, um in dieses Berufsleben zu starten, nicht so super gut. Habe dann erstmal eine handwerkliche Ausbildung gemacht Als was? als Maler und Als Lackierer. Maler und Lackierer. Genau, Ja. ja. Weil Vater war da in einer großen Firma mit involviert und Okay. hat mir da die Türen geöffnet. Ja. Ja, dachte ich, das ist ganz toll, wenn man schon jung Geld verdient und eine Ja. Ausbildung macht. War Super. wahrscheinlich auch gut. Geld war gut, aber Ja. 7 Uhr dann auf der Baustelle sein und bis viertel nach Okay. vier dann irgendwie arbeiten, das war dann so semi-gut. Da hat dann Ja. auch das Training im Anschluss nicht mehr so viel Spaß gemacht, weil man Ja, einfach okay. müde war. Ja, verstehe. Von daher habe ich dann relativ schnell für mich eingesehen, dass die Schule doch nicht so schlecht war. Und Ja.
ja, habe dann mein Abitur nachgeholt, habe danach dann noch eine kaufmännische Ausbildung gemacht, weil ich gedacht habe, Mensch, jetzt hast du handwerklich gemacht, draußen und so, so früh aufstehen, kalt und jetzt gehst du mal ins Büro. Ja. Muss ich ehrlich sagen, war anders, aber irgendwie auch nicht besser, war irgendwie auch ein bisschen langweilig so für mich, weil okay. mich wahrscheinlich die Materie nicht interessiert hat. So, und danach habe ich gesagt, komm, jetzt habe ich zweimal Sachen gemacht, die jetzt, wo ich nicht so super irgendwie mit dem Herzen dabei war. Jetzt machst du mal was so dein Ding ist. So. Okay. Und dann war irgendwie schnell, was ist dein Ding? Fußball. Ja. So, dann ich geguckt, ein bisschen gegoogelt auch, was kann man mit Fußball machen? Wie wird man Spion? Wie wird man irgendwas mit Fußball? Ja. Und okay. tatsächlich wollte ich dann erst Sportjournalist werden. Okay. Hab dementsprechend ein Studium angefangen an der Medienakademie in Hamburg und habe angewandte Medienwirtschaft angefangen zu studieren, Fachrichtung Sportjournalistik, kombinierter Studiengang mit Sportmanagement. Ah, okay. So, dann hatte ich beide Komponenten drin. Ja. Bin in den ersten Semestern eher Richtung Sportjournalistik gegangen, muss dann aber sagen, dann hatten wir die erste Vorlesung im Managementbereich und das fand ich dann total super und habe mich dann im Rahmen des Studiums ein bisschen mehr zum Management hingezogen gefühlt. Okay. Ja. Und da warst du dann zu Hause? Da war ich dann tatsächlich Sport, zu Hause. Fußball. Gut, da war Management noch sehr breit gefächert, aber dann, ja, dann hatte ich tatsächlich auch mal im Rahmen dieses Studios ein Interview mit einem Spielerberater, so ähnlich wie das jetzt gerade hier abläuft. Beziehungsweise es war ein Vorgespräch mit dem Spielerberater, weil ich mit einem seiner Schützlinge ein Interview führen wollte. Ah, okay. Und im Rahmen dieses Vorgesprächs haben wir uns getroffen in einem Café. Ja. Und dann muss ich sagen, hat mich die Persönlichkeit und auch das Charisma und auch der Job echt fasziniert. Und dann hat sich das bei mir so festgesetzt. Dann, hast du Blut geleckt sozusagen. Hatte ich Blut geleckt und dann hatte ich Lust, da irgendwie mehr zu machen und bin dann immer mehr in diese Richtung gegangen. Okay, wurde dieser Mensch, diese Person dann dein Mensch? Mentor oder? Ja, kann man schon so sagen. Ja, das ist noch weiter begleitet. Dann. Genau, ich bin dann auch irgendwie eingestiegen bei ihm in der Firma, also während des Studiums schon parallel. Als Scout, dann auch als Berater, dann habe ich da auch relativ schnell weiterführende Aufgaben übernommen. Ja. Und aber dann war für mich dann irgendwann so der Gedanke auch, das war eine Agentur, die halt sehr mit Sportrechten gehandelt hat, auch mit größeren Spielern und auch nur Transfers gemacht hat zum Beispiel, sogenannte Broker-Deals dann irgendwie ohne die Spieler wirklich selber zu entdecken und zu betreuen. Also eher so eine theoretische Herangehensweise. Genau, mir war halt immer klar, ich habe schon eher Lust, was mit jüngeren Spielern zu machen und auch irgendwie so in mir drin diesen Idealfall, dass ich einen Spieler entdecke, der vielleicht noch nicht so bekannt ist und den ich dann begleiten kann, den ich dann aufbauen kann und den ich dann mit dem ich zusammen dann das WM-Finale gewinne sozusagen. Ja, okay. Ich vom Fernseher oder auf der Tribüne und er auf dem Feld. Ja, also du warst ja früher auch ein gnadeter und sehr talentierter Fußballer, wie du sagst. Und wie auch andere sagen, wolltest du wahrscheinlich früher auch selber gerne mal Profi werden. Ja gut, also ich glaube, das will jeder. Ne? Genau, aber hat am Ende dann nicht... Ja, am Ende muss man sagen, wahrscheinlich hatte ich auch nicht genug Talent. So. Okay, aber letztendlich kann das natürlich eine Motivation sein, auch anderen jungen Menschen dabei zu helfen, es zu schaffen. Ne? Also sich so irgendwie weiterzuentwickeln oder die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass sie eben zum Profi werden. Das, was dir vielleicht früher auch gefehlt hat. Genau, absolut. Also ich hatte auch nie einen Spielerberater, muss man dazu sagen. Das war früher einfach zu meiner Zeit auch nicht so, so weit verbreitet. Ich hätte mal die Möglichkeit gehabt... Der Teich war noch klein. Ich hätte mal die Möglichkeit gehabt, einmal zum HSV zu wechseln ins Internat oder damals in den Jugendbereich. Dort gab es noch kein Internat, deswegen war das ein bisschen schwierig. Wir haben in Rheinbeck gewohnt, zum HSV waren es dann mit dem Fahrrad anderthalb Stunden. Ja. War alles nicht so einfach. Ja, dementsprechend haben meine Eltern damals dann auch irgendwie entschieden, gut, Schule bist jetzt auch nicht die hellste Leuchte, so... das ist vielleicht nicht gerade gut, wenn du da jetzt auch noch stundenlang mit dem Fahrdienst irgendwo rumgondelst. Ich dachte mir, okay, ich spiele doch eh in der höchsten Liga mit denen in einer Liga, warum muss ich dann überhaupt wechseln, bin mit meinen Kumpels. Im Nachhinein muss man vielleicht sagen, zu der Zeit wäre es eine Möglichkeit gewesen, vielleicht wäre man da irgendwie durchgerutscht oder was auch immer. Ja, ja, ist aber nicht so und von daher glaube ich, dass viele junge Leute sich gar nicht so, auch die die wirklich top talentiert sind, sich so große Gedanken machen über ihre nächsten Schritte oder über was für Aktionen dann für Wirkungen haben. Also hast du da auch ein bisschen aus deiner eigenen Erfahrung heraus eine Motivation, anderen jungen, talentierten Spielern zu helfen? Absolut. Also ich muss sagen, ich habe mit vielleicht 2, 3 Spielern zusammengespielt in meiner Jugendkarriere jetzt, wo ich sage, dass die keine Profis geworden sind. Ist einfach unfassbar. Also die waren so talentiert, aber letztendlich hat sich keiner um sie gekümmert. Okay, ist das so der Hauptgrund oder ist es auch manchmal einfach ein
Glück oder Zufall, dass man gewisse Leute trifft, dass man einen guten Tag bei einem wichtigen Spiel erwischt, wo man gescoutet wird? Oder ist das so der Hauptgrund, dass man wirklich, dass sich keiner drum kümmert? Nee, man muss sagen, es hört sich doof an, aber tatsächlich so das Momentum, sage ich mal, ich will es nicht Glück nennen, aber das Momentum muss man schon auf seiner Seite dann auch mal zur richtigen Zeit haben. So. Ja. Von Glück zu sprechen ist vielleicht immer ein bisschen dann zu viel, aber schon, wer kennt es nicht als Fußballer? Du ja auch. Ja. Also da gehst du halt mal aufs Feld, schießt das erste Mal aufs Tor, der geht rein, dann machst du bei dem Spiel machst du irgendwie 3 Tore und ein anderes Spiel, da gehst du aufs Feld, stolperst beim ersten Zweikampf und denkst so, okay, heute geht gar nichts. Ja. Klar, das sind alles Sachen, ich weiß nicht, ob das was mit Glück, sondern ja. Aber das hat auf jeden Fall auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Deswegen nenne ich das immer Momentum. Also ich erinnere mich an die Worte von Martin De Michelis. Der hat in irgendeinem Interview, glaube ich mal, gesagt, dass er in seinem Jahrgang nie der Beste war und es deutlich bessere als ihn gab. Aber er hatte immer gute Kontakte auch zu den Personen, die dann wichtig waren, dass er dementsprechend bei den Vereinen verpflichtet wird. Also das ist ja dann auch ähnlich, wie du es sagst. Du musst dann auch ein bisschen Glück haben, wen du kennst oder dass du vielleicht zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute triffst, ne? Absolut. Ja. Das kann man durchaus so sagen. Okay, Jan, der Alltag als Spielerberater, wie sieht der aus? Wenn ich den jetzt erzähle, dann willst du auch Spielerberater werden. Ja, ist doch gut. Dann kann ich bei dir mal ein Praktikum machen. Jederzeit. tatsächlich. Also so einen richtig klassischen Alltag gibt es ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich kann ja mal erzählen. Also fangen wir einfach mal ganz früh in der Vergangenheit an. Gestern war Deadline Day. Gestern war Deadline Day. Deadline Day, also die letzte Chance, Spieler zu transferieren. Mhm. Und da warst du natürlich auch aktiv. Wie sieht es an so einem Deadline Day bei dir aus? Ja, beim Deadline Day, da bin ich dann, habe ich mich um 8 Uhr ins Auto gesetzt. Ja. Bin dann schön auf im Montagsstau Richtung Paderborn gefahren, weil wir dort noch einen Transfer in Aussicht hatten beim SC Paderborn. Ja. Bin dann da so gegen 11.30 Uhr angekommen. Ja. Also so schlanke 3,5 bis 4 Stunden, 11.40 Uhr. Also im Auto gesessen. Ja. Immer ans Tempolimit gehalten. Während der Fahrt natürlich telefoniert mit Freisprecheinrichtungen, selbstverständlich. Den einen oder anderen Anruf getätigt, bei den Vereinen noch, was sucht ihr noch, was braucht ihr? Mit den einen oder anderen Spieler noch telefoniert, der vielleicht noch auf den letzten Drücker hofft, noch einen Schritt zu machen. Dann beim Verein angekommen, dort dann den transferierbaren Spieler getroffen, auf den Sportdirektor, auf den Assistenten vom Sportdirektor, auf den Chefscout, auf den Teammanager des SC Paderborn. Also die ganze Bande. Die ganze Bande vereint in einem Büro. Ja. Dann geht's halt los, dann gehst du, der Spieler geht dann zum Medizincheck, der war dann da noch. Währenddessen bin ich dann mit den Verantwortlichen im Büro, man trinkt Kaffee, man quatscht, man geht noch letzte Details durch, man schaut sich die Verträge an. Mhm. Wenn die Verträge dann letztendlich in Ordnung sind, was in Deutschland zu 99% auch der Fall ist, dann spricht auch nichts dagegen zu unterschreiben. In diesem Fall muss man sagen, war es ein Transfer mit dem englischen Verein. Und da ist dann natürlich auch die Sprachbarriere dann wieder ein kleines Problem. Da gab es dann einen... Gibt es einen Dolmetscher dann sozusagen? Oder? Dolmetscher gab es nicht, nein. Ja. Also ich spreche dann doch einigermaßen Englisch. Ja. Ist auch nicht perfekt, aber es reicht, um sich zu verständigen. Ja. Und dementsprechend gab es dann noch 1-2 Unklarheiten in der Übersetzung und 1-2-3 Punkte auch im Transfervertrag. Sowas wird ja alles geregelt. Es gibt in der Regel immer einen Transfervertrag, es gibt einen Spielervertrag, es gibt eine Beratervereinbarung und so weiter. Und wenn dann alles okay ist, dann sitzt man da wieder zusammen, dann unterschreibt der Spieler alle Dokumente und in diesem Fall ist dann leider beim Medizincheck rausgekommen, dass der Spieler gesundheitliche Probleme hat und dementsprechend nicht die Spielfreigabe von deutschen Ärzten bekommen würde, die er allerdings in England hatte. Ah, okay, also unterscheidet sich das auch innerhalb der europäischen Länder dann oder weltweit von den Anforderungen? Genau, deswegen ist so ein Transfer auch immer wieder was Spannendes, weil immer wieder was Unvorhergesehenes passieren kann. Zuerst waren dann auch ein paar Schwierigkeiten mit dem Verein, die dann auf einmal neue Bedingungen irgendwie wieder sich überlegt hatten, obwohl am Tag zuvor schon andere Bedingungen akzeptiert waren. Ja. So, das kann immer alles sich stündlich, minütlich ändern. Ja. Von daher ist so ein Transfer immer sehr, sehr spannend und immer sehr aufregend. Und das ist schon, wenn man es dann geschafft hat am Ende des Tages, ist auch eine coole Sache. Ja. Hat jetzt diesmal leider nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert, bis dann wieder Auto, bis wieder zurück nach Hamburg. Da habe ich mich wieder ins Auto gesetzt, tatsächlich nicht nach Hamburg, sondern ich versuche dann natürlich, wenn ich solche Fahrten mache, das dann auch irgendwie zu kombinieren. Ja. Ich hatte noch einen Kollegen dabei von uns aus der Agentur und wir sind dann nach Osnabrück gefahren und haben uns dort dann im Vapiano, das ist so ein beliebter Meeting Point für uns, haben wir uns dann da mit noch einem Spieler und seinem Vater getroffen für ein Erstgespräch oder für ein Akquisegespräch. Okay, dann ist das ja am Ende vielleicht doch noch von Erfolg gekrönt, die Tour. Ne? Das könnte gut sein, und dann ist dann abends gegen 9:30 wieder zu Hause gewesen. So, das ist dann der Deadline Day gewesen. Okay, also nebenbei natürlich immer Transfermarkt aktualisiert und Radio gehört. Ja, also das ist dann sozusagen schon Stress pur, so ein Tag.
würde ich mal behaupten, ne? Ja, ist schon anstrengend. Ist schon anstrengend. Dann kommen wir mal wirklich zu so einem alltäglichen Ablauf deines Jobs, wo du ja sagtest, es ist ein wünschenswerter Beruf. Also ein bisschen weniger Stress. Bisschen weniger Stress. Oder anderer Stress. Also ich sag mal, ein normaler Tag außerhalb der Transferperiode. Wenn jetzt nicht groß irgendwelche Meetings anliegen, dann gehe ich ganz normal morgens auch aus dem Haus, bringe meine Tochter in die Kita. Das schaffe ich dann tatsächlich immer. Das ist schon schön. Ist immer ganz cool. Ja. Fahre ich ins Büro. Okay. Kann sein, dass ich unterwegs nochmal irgendwo halte und noch einen Kaffee trinke oder sonst trinke ich meinen ersten Kaffee im Büro. Dann tatsächlich E-Mails checken, wahrscheinlich wie die meisten berufstätigen Leute, egal in welchem Metier sie unterwegs sind. Dann wahrscheinlich, die einschlägigen Medien studieren. In meinem Fall sind das natürlich Kicker, Transfermarkt, Liga 3 Online und Fußballtransfers, was es sonst noch so gibt. Auf was hast du denn da so einen Fokus? Einfach aus Interesse, weil man es wissen muss, was passiert in der Fußballwelt? Oder wartest du auch auf irgendwelche Meldungen zu bestimmten Spielern, deiner Spieler oder Spieler, die du vielleicht in den Fokus nimmst? Sowohl als auch. Also man checkt erstmal quer alles. Also ich check da dann auch schon mal die ausländischen Ligen, so auch wenn ich da jetzt nicht so super direkt involviert bin. Aber es ist natürlich schon gut zu wissen, was so auf dem Markt und was so anliegt. Also ich denke mal, in anderen Berufsfeldern liest man auch so ein bisschen quer und beschäftigt sich so mit anderen Firmen oder mit anderen Themen. Und sonst tatsächlich auch Kickernoten sind auch immer sehr gerne genommen. Dann auf dem Montag, die werden dann geguckt von den eigenen Spielern natürlich. Dann führt ihr da dann Statistik? Nein, das ist ja alles auf kicker.de zum Glück. Sehr gut aufgeschlüsselt und. Und dann gibt es mal eine WhatsApp, wenn jemand da sehr schlecht abgeschnitten hat oder sehr gut, wenn das ein bisschen ungerecht ist oder so, wird wahrscheinlich auch mal drüber gesprochen. Schreibt man die ersten WhatsApps mit den Spielern, telefoniert vielleicht auch mit dem ersten Spieler. Ja. So, das nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch, muss man sagen. Also die Zeit am Tag geht drauf mit Telefonieren und WhatsApp schreiben. Dann hat man als Spielerberater natürlich auch irgendwie so ein bisschen Social Media zu pflegen von der Agentur, von sich selber auch. Ja, und das ist dann eigentlich so der Haupttagesablauf. Dann guckt man nach eventuell neuen Profilen, neuen interessanten Spielern. Ja. Man spricht sich ab mit seinen Kollegen. Wir sind so zu 6, 7 so ungefähr. Okay. Und ist das denn so, dass ihr euch eher bei den Spielern meldet oder dass die eher auf euch zukommen? Oder hält sich das so die Waage? Also es kommt tatsächlich auch Spieler auf uns zu, aber das sind leider meistens die, die wir nicht wollen. Ja. Oder nein, also ich meine jetzt die Spieler, die ihr schon habt. Ach so, also die wir schon haben, ja. WhatsApp oder mit Team. Doch, die melden sich auch von sich aus. Okay. Der ein oder andere ist natürlich wie überall, also die Charaktere sind unterschiedlich. Ja. Der eine ist total extrovertiert und will dann ganz viel Feedback haben und will ganz viel wissen. Ja. Gibt dann auch die einen, die sind schüchtern, die muss man alles aus der Nase ziehen. Okay. So, einige sind total zufrieden, wenn man sich einmal im Monat meldet. Die anderen wollen am liebsten täglich irgendwie 3-mal telefonieren und sprechen. In dem Sinne hat man mit Menschen zu tun und das ist dann natürlich immer sehr abwechslungsreich. Ja. Okay, und du sagtest ja eben, die Leute, die ihr haben wollt, auf die geht ihr natürlich zu. Wie kann man sich das vorstellen, dass kriegt man da viele Mails, dass irgendwelche Spieler, die jetzt in der Kreisliga Niedersachsen spielen und meinen, sie sind vielleicht der nächste Ronaldo, kriegt ihr da Mails, kommen die auf euch zu? Also erzähl mal so ein bisschen, wie kann man sich das vorstellen? Also Mails bekommt man auch, ja. Kreisliga eher selten, aber tatsächlich viele so Oberliga-Dann Spieler oder auch Regionalliga-Spieler. Viele Jugendspieler melden sich und schlagen sich selber vor oder machen so eine Initiativbewerbung. Das ist dann immer eher ein nicht so gutes Zeichen? Das ist meistens eher nicht so ein gutes Zeichen, so muss man einfach so sagen. Also ich gucke mir die auch an, ehrlich gesagt, aber... Guckst dann wahrscheinlich einmal bei Transfermarkt. Genau, dann guckt man als erstes bei Transfermarkt oder Fußball.de, da findet man auch viele Statistiken und wenn die Jungs dann in einem gewissen Alter noch nicht auf einem gewissen Level spielen, natürlich ist das, hat man vielleicht nochmal einen unter 100 dabei, der einen dann durch die Latten geht, aber in der Regel ist das deutsche Fußballnetz so engmaschig. Ja, das ist also wenn du 100 Spieler mal so unter Vertrag nimmst. Und vor allem, der Tag hat nur 24 Stunden und man muss sich letztendlich auch ein Job bei aller Liebe und bei allem Herzblut und allem, was man da reinsteckt. Ja. Du hast nur eine gewisse Anzahl an Stunden am Tag zur Verfügung und die musst du letztendlich dann auch in Spieler oder in Projekte investieren, die am Ende dir auch natürlich dann höchstwahrscheinlich irgendwie ein bisschen Geld bringen. Ja. Weil aus Luft und Liebe... Ja. Du machst es ja nicht ehrenamtlich, ne? Genau, ich mach's nicht ehrenamtlich, so, das muss man einfach klar so sagen. Natürlich, wenn man die ganzen Stunden aufrechnet, habe ich wahrscheinlich einen verschwindend geringen Stundenlohn. Ja, gut, aber darum geht's ja auch nicht. Ich kann trotzdem nicht irgendwie Projekte anfassen, wo ich von vornherein weiß, also es muss zumindest eine realistische Chance da sein, dass man Geld verdienen kann und da rechnest du dann einfach oder machst dir selber mit Wahrscheinlichkeiten. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit bei einem Spieler, der zum Beispiel mit 17 noch beim TSV Travemünde in der Verbandsliga spielt, U17, und da 80 Tore geschossen hat, dass der dann irgendwie nochmal sich so entwickelt, dass er irgendwann in der dritten Liga ankommt, ist einfach, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Ja. Und deswegen, das war ja früher anders, ne? Wenn man so irgendwie, ich glaube, Miro Klose ist von der Bezirksliga zu Kaiserslautern gewechselt. Also so einen Sprung gibt es ja heute selten. Hannover hat hier den... Weidand Henrik. Genau, kommt
Auch aus Germania Kreisliga? Ehlsdorf Langräder. Ja. Regionalliga davor hat er es aus der Kreisliga der Regionalliga. Ja, okay. Oder auch Dennis Erdmann, auch ja Kreisliga gespielt, aber das ist dann auch nicht immer. Aber das sind dann die, wenn wir von 3000 Fußballern reden, das sind die zwei von den 3000 oder genau. So. Ist schwer, sich damit zu befassen. Also ja. Wir schauen eigentlich, im Jugendbereich sollte es schon die A-Jugend oder die B-Jugend-Bundesliga sein. Ja. Im Herrenbereich, klar, wenn da mal einer mit 18 in der Oberliga 30 Buden macht, dann guckt man sich den auch mal mit an. Ja. Aber sonst sollte das eigentlich schon auch Regionalliga-Niveau sein. Ja. Okay, und dann ja, sind natürlich gewisse Spieler automatisch dann im Fokus von diesen Mannschaften. Und drumherum wahrscheinlich eine große Traube von Spielerberatern. Kann man sich das so ungefähr vorstellen? Ja, doch schon. Es gibt schon eine Menge, muss man sagen. Man kennt sich ja natürlich auch in diesem Metier. Also ja. man kennt die Kollegen oder die meisten. Es gibt natürlich auch viele, die kleiner unterwegs sind, die man dann jetzt nicht so kennt. Aber bei den Spielern, auf die wir jetzt eigentlich so uns fokussieren, da sind dann so 4, 5, 6 einschlägig bekannte Agenturen auch interessiert. Ja, dann ist es natürlich am Ende auch ein Wettbewerb und da muss man gucken, wie man sich da präsentiert und wie man sich platziert und dann hoffentlich entscheidet sich der Spieler nach, meisten Spieler machen natürlich mehrere Gespräche. Ja. Hoffentlich entscheidet sich der Spieler für uns. Ja. Okay, also ohne dass du da jetzt Details von deinen Skills natürlich, die du mitbringst, verraten sollst, wie macht so ein Spielerberater das, wenn auch jetzt gerade mehrere Spielerberater am Spielfeld dran sind, man hat gerade eine Partie geschaut von einem guten Jungen, der da gekickt hat, spricht man den dann nach dem Spiel an? Wenn es ein Jugendspieler ist, spricht man die Eltern an, während des Spiels vielleicht schon? Macht man danach einen Anruf, einen Call, also schreibt man eine Mail? Wie gesagt, du musst da jetzt nichts verraten. Aber das ist jetzt auch kein so super genau. Großes Geheimnis. Also ich mag es persönlich nicht, das am Spielfeld dran zu machen. Ja. Es gibt Kollegen, die das machen. Okay. Ja, ist auch gängige Praxis. Mhm. Aber ich für mich persönlich, also ich bin da eher, auch wenn man sich das jetzt nicht so anhört, ich bin da eher so ein bisschen am Spieltag. Ich wollte selber da auch immer zum Beispiel, je nachdem wie das Ergebnis war, auch nicht unbedingt direkt von meinen Eltern nicht unbedingt angequatscht werden an der Niederlage oder irgendwas, sondern war immer sehr für mich an Spieltagen und sehr konzentriert. Deswegen kommt das für mich im Laufe eines Spieltages eigentlich nicht in Frage, jemanden anzusprechen. Es gibt immer die Möglichkeit, sich die Telefonnummer zu besorgen von den Eltern oder wenn der Spieler über 18 ist, von dem Spieler. Ja. Ja, und so sollte das dann in der Regel auch stattfinden. Also dann, natürlich kann man mal auch über Teamkameraden mal so reinhorchen, wie sieht es aus bei deinem Kollegen, bei deinem Teamkameraden, hat er vielleicht mal Interesse oder ist das in Ordnung, wenn du seine Nummer mal weitergibst? Ja. So. Also ich bin da schon eher sehr bewusst und auch sehr defensiv. Ja. Ja, weil sowas am Spieltag irgendwie, das ist halt nicht. Also hast du da ein gewisses Fingerspitzengefühl? Versuche ich zumindest. Ja. Okay. So, Social Media ist zum Beispiel für mich ein No-Go. Also da. Ihn dort anzuschreiben, genau. Da sollte eigentlich niemand angeschrieben werden, finde ich jetzt. Findet dann aber wahrscheinlich trotzdem. Findet auch statt, durchaus, ja. Muss jeder für sich selber ausmachen, wie er erfolgreich sein möchte. Ja. Für mich geht eigentlich alles, wie gesagt, im Jugendbereich über die Eltern. Ja. Zumindest der Erstkontakt. Wenn das nicht möglich ist, weil es tatsächlich echt manchmal schwierig ist, von den Eltern irgendwie einen Kontakt zu haben, dann sollte der Erstkontakt wenn er schon über den Jungen stattfindet, dann sofort, bitte gib uns die Nummer von deinen Eltern. Wir würden uns gerne mal bei denen melden. Okay, ja. Also das ist noch der Sprache. Aber sonst in der Regel ist es immer möglich, die Nummern rauszubekommen und dann geht es tatsächlich über einen Anruf. Also bist du da mit sehr viel Moral auch unterwegs. Wenn man das jetzt so hört, ist für dich wahrscheinlich auch generell ein wichtiges Thema, dass du oder ihr mit den Spielern moralisch verantwortlich umgeht. Sind ja oft dann auch Jugendspieler. Auf was achtet ihr da so? Geht es auch darum, dass ihr die Leute beratet, was jetzt ihre Social-Media-Aktivitäten zum Beispiel anbelangt? Also wenn du jetzt da einen sehr extrovertierten Jungen hast. Es gibt Instagram, es gibt Snapchat. Du weißt ja selber, wie das ist, wie die jungen Leute heutzutage drauf sind. Es wird viel öffentlich gepostet und geteilt. Hat man da auch eine Verantwortung, die Leute ein bisschen zu zügeln und ein bisschen zu sagen, hey, pass mal auf, wenn du da und da bist, was weiß ich, in der Shisha-Bar oder keine Ahnung, also solche Dinge, wie geht ihr damit um? Und wie ist da eure Philosophie so? Also man muss sagen, Social Media bin ich jetzt, Alter habt ihr ja schon erfahren, also ich bin da eigentlich noch relativ gut unterwegs, glaube ich, also Instagram und Facebook, das schaffe ich da noch selber damit umzugehen, Snapchat habe ich mich versucht, ich sagen, war irgendwie so gar nicht meins. Bei mir so auch, bin ich raus. Überhaupt nicht reingekommen und habe ich auch gar nicht irgendwie so richtig verstanden, so, ich weiß, dass die Jungs mittlerweile, klar, Facebook ist ganz out, glaube ich, mittlerweile, bei den, vor allem bei den Jüngeren, Instagram so gerade noch so, aber da melden sich mittlerweile auch die Eltern von den meisten dann an. Das ist dann auch so eher so aber Instagram. Das ist ja schon eine moralische Instanz bei den Jungs und. Ja, also Instagram gucke ich mir von allen unseren Jungs natürlich auch an und folge denen auch. Und wenn ich dann da einen Post sehe, der mir nicht gefällt, dann spreche ich das auch natürlich an. Okay. Ja, gerade mit meinem journalistischen Hintergrund natürlich dann auch. Während des Studiums kriegt man dann so ein paar Grundregeln mit. Da muss man die Jungs einfach mal sensibilisieren für irgendwelche Sachen, wie du schon sagst. Shisha-Bar
oder wenn die dann ein bisschen älter sind und die gehen dann mal, ich bin jetzt kein Moralapostel und sagt, ihr sollt nie irgendwie rausgehen, aber wenn du dann draußen bist, vielleicht auch mal mit Kumpels und da steht dann eine dicke Flasche Wodka auf dem Tisch, das muss nicht mal heißen, dass du davon getrunken hast, sondern reicht, du sitzt am Tisch, die steht da auch, ist ein unglückliches Foto. Und die Zeitung können was draus machen. Genau, wissen, ne? Die kann man, niemand weiß, ob derjenige jemals davon ein Glas getrunken hat oder so, es reicht allein, dass er am Tisch sitzt, da ist die Shisha, da ist die Flasche, machen die anderen eine Story draus, hier, der geht dann rum, der hat da Alkohol getrunken, was auch immer. So. Ja, und schnell kann die Karriere, sag ich mal, im Arsch sein, weil Vereine sich dann eben eher von den Spielern distanzieren, ne? Und das Risiko einer Verpflichtung dann auch zu hoch ist. Ne? Deswegen sind das schon so Sachen, die man dann mal, umso höher das geht oder desto spitzer diese Pyramide wird, umso interessanter werden die Jungs und umso mehr müssen sie darauf achten. Halt. Das ist dann aber auch ein Stück, was sie halt von ihrer Privatsphäre abgeben. Ja. Das ist sozusagen, sage ich mal, der Deal des Fußballprofis. Dafür sind sie halt auch so bezahlt. Das genießen ist, andere Privilegien. Also es wird ja immer schnell gesagt, ja, die Millionäre, die verdienen so viel. Also ist ja auch so. Absolut. Man darf allerdings auf der anderen Seite auch nicht vergessen, dass ein großer Teil der Freiheit schon auch eingeschränkt ist. Ne? Absolut. Am Ende ist es immer Angebot und Nachfrage.